So, hallo Stufe 1 und 2. Heute mal mit mir ein bisschen Boogie. Und zwar eine kleine Figur namens der Hammer. Die Grundidee ist eigentlich folgende, dass wir ein bisschen Abstand zueinander brauchen. Dann eben einmal er die linke Hand, sie die rechte Hand und wir stehen uns gegenüber. Das heißt, die Grundidee ist eigentlich folgendes, erstmal nur gelaufen, dass man sagen, wir tauschen einmal den Platz. Er kann hier einmal umgreifen, das ist wichtig, dass wir einmal Platz getauscht haben, dann dreht er sich um und zum Schluss darf die Dame nochmal drehen. Das ist die Grundidee von der Figur erstmal. Und jetzt machen wir das Ganze mit den Schritten. Das heißt, natürlich erstmal voraus ein ganz normaler Grundschritt, das wir haben, hin, her, rück, Platz. Das heißt, jetzt anstatt seitwärts zu gehen, wie wir es gewohnt sind, darf er jetzt in dieser linken Hand ein bisschen ziehen, sodass also seine Dame vorwärts laufen wird. Er selber geht auch vorwärts und darf dabei mit der rechten Hand so ein bisschen von oben auf ihre Hand einmal zugreifen. Das heißt, dass ich also hier vorwärts herum. Das heißt, sie darf dann einmal drehen, dass sie seinen sexy Rücken angucken darf. Er darf einmal ganz stur geradeaus. Ja? Von hier aus darf er dann, jetzt kommt das Besondere, warum das Hammer heißt, sie macht eine ganz normale Figur rückwärts und er geht nochmal vorwärts, aber dabei so ein bisschen runter ins Knie und darf sich rechts herum zur Dame drehen. Ja, vertraut mir, es geht nur in eine Richtung. Das heißt, vor, herum. Ja, es soll ruhig auch ein bisschen so boogie-mäßig unten im Knie sein, damit es halt ein bisschen mehr Ausstrahlung hat, als einfach nur so einmal rum. Ja, dass wir also hier dieses normal vor, herum haben. Und jetzt passiert Folgendes. Er tanzt im Grunde eigentlich nur noch einen Grundschritt. Die Dame darf jetzt über zwei Schritte einmal herumdrehen und am Ende aber wieder vor ihm landen. Das heißt, ganz anders als was wir eigentlich gewohnt sind, sodass sie einfach Lauf, Lauf, Rück, Platz. Und dann haben wir hier diese Handhaltung erstmal etwas entspannt und können dann zum Schluss ganz entspannt wieder die Hand übergeben und in Tanzhaltung gehen. Das heißt nochmal aus der Sicht, ja, dass wir sagen, vor, vor, dreh herum, Dame, dreht, rück, Platz. Ja, und zum Schluss gebe ich die Hand hoch. Wie komme ich in diese Gegenüberstellung? Naja, entweder ich mache es auf die langweilige Art und Weise und lasse einfach los. Oder, was wir ja gelernt haben, war ja unser normales Damen-Solo und von da aus kann ich sie ja zurückholen, dann hätte ich ja sowieso diesen Abstand. Von da aus kann ich das Ganze dann beginnen. Ja? Für diejenigen, die jetzt schon ein bisschen sagen, nee, das mit den zwei Schritten, das ist mir zu langweilig, es gibt sozusagen noch eine Pro-Variante von diesem Schritt, und zwar ein sogenanntes Spin. Das bedeutet, wenn ich jetzt als Dame ankomme, ich habe jetzt hier hin, her, rück, Platz, Lauf, Lauf, dreh herum. Er kann das sogar ein ganz kleines bisschen führen, indem er einfach hier ein bisschen mehr Druck gibt auf diesen ersten Schritt. Das heißt, das, was sie vorhin in zwei Schritten gemacht hat, macht die Dame jetzt nur noch mit einem einzigen Schritt. Das heißt, sie darf auf diesem rechten Fuß eine komplette Drehung schaffen. Und zum Schluss, damit sie nicht umfällt, sie hat es jetzt schon gemacht, noch diesen Seitwärtsschritt. Ja? Und zum Schluss kommt eben wieder Wiege. Das heißt, nochmal aus der Richtung. Hin, her, rück, Platz, Lauf, Lauf, er dreht rum, dreht, herum, wiege. Und dann haben wir das Ganze auch entspannt einmal geschafft. So, wir würden nochmal beide Varianten mit Musik einfach mal vortanzen, aus beiden Richtungen. Meister. Thank you.
Beides könnt ihr machen, je nachdem, was ihr wollt, was euch besser passt. Schaut es euch an, wir sehen uns die Woche.